Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Theodor Wallauf im Rahmen seiner skeptischen Didaktik den Versuch unternommen hat, die transzendentalkritisch-skeptische Methode Immanuel Kants mit der Fundamentalontologie Martin Heideggers zu verbinden. Dabei wird gezeigt, wie anhand kennzeichnender Begriffe diese beiden Forschungsmethoden unterschieden werden können und wie sie sich in der Folge konzeptionell auf die Unterrichtsmethode Wallaufs auswirken. Denn seine unterrichtsmethodischen Vorschläge sind im Kern an seiner forschungsmethodischen Position orientiert. In Theodor Wallaufs skeptischer Didaktik überlappen sich auf unterschiedlichste Weise zwei große philosophische Denktraditionen: die an Kant orientierte transzendentalkritische Methode und die an Martin Heidegger orientierte Fundamentalontologie. Auf unterschiedlichen Ebenen hat Wallauf versucht, diese zu verbinden. Daher sind von Kant stammende Begriffe wie Vernunft, Subjektivität, Kritik und Menschlichkeit in Wallaufs Denken ebenso entscheidend wie die auf Heidegger Bezug nehmenden Begriffe Seiendes, Sein und Dasein. Wallauf fasst die kantische Pädagogik nachdrücklich als Pädagogik des vernünftigen Willens auf, in der die Subjektivität bzw. Transzendentalität des Menschen im Mittelpunkt steht. Transzendentalität meint, dass immer vernünftige Möglichkeitsbedingungen oder Voraussetzungen a priori, also vor jeder Erfahrung, nötig sind, um überhaupt Erkenntnis von Gegenständen zu erhalten. Es geht also auch in Wallaufs Didaktik um die Fähigkeit des Menschen durch Reflexivität, Denken und Vernunft den Dingen die ihnen gemäße Ordnung zu verleihen. Die kritische Philosophie Kants ist für Wallauf dabei Abschluss und Anfang der abendländischen Philosophie, da sie uns im Rahmen einer Kritik der reinen Vernunft nachdrücklich auf die Grenzen des menschlichen Wissens verweist. In der Frage nach den Möglichkeitsbedingungen der menschlichen Erfahrung wird Vernunft und damit auch die Menschlichkeit sowohl gesetzt als auch logisch begrenzt. Nach Wallauf muss sich der Mensch kritisch auf sein eigenes Können hin entwerfen und in diesem Wissen sein eigenes Können ermessen. Nur in der selbstreflexiven Kritik der eigenen Vernunftansprüche erfasst er sich in der ihm spezifischen Menschlichkeit. So ist etwa Wallaufs Bildungsbegriff zutiefst von Kant geprägt, denn die Reflexivität der Bildung und ihr Grundgedanke, dass es in aller Bildung um den Menschen in seiner Menschlichkeit geht, bündelt die Philosophie und Pädagogik Kants. Dabei ist die Freiheit des Menschen Ursprung und Heimat dieser Menschlichkeit. Das Transzendentale steht daher vor und über der Welt, vor und über dem Seienden. Nach Martin Heidegger ist aber im Gegensatz dazu die abendländische Metaphysik und Philosophie in eine Seinsvergessenheit geraten. Sie unterscheidet nicht genügend zwischen dem Sein und dem Seienden. Diese Unterscheidung nennt der frühe Heidegger die ontisch-ontologische Differenz, durch die sich uns nur Seiendes zeigt und das Sein selbst sich entzieht. Das Sein muss aber als Voraussetzung gegeben sein, damit uns Seiendes überhaupt erscheinen kann. Während also die Möglichkeitsbedingungen bei Kant als erkennbar angesehen werden, gilt das für das Sein bei Heidegger nicht, da sich uns das Sein entzieht. Mit der Frage nach dem Sein des Seienden begründet Heidegger 1927 aber in seinem Hauptwerk Sein und Zeit die Fundamentalontologie. Fundamentalontologie meint dabei die Begründung jeder anderen Ontologie, also jeder anderen Lehre vom Sein und von den Dingen. Ihre wichtigste Frage ist jene nach dem Sinn von Sein. Dabei hat das Dasein, also das menschliche Subjekt, beim frühen Heidegger einen großen Anteil am Aufbau jeglicher Ontologie. Denn das Dasein ist in die besagte ontisch-ontologische Differenz verwoben. Es ist hineingeworfen in die problematische Frage nach dem Sinn von Sein. Durchaus eigenwillig folgt Wallauf neben seinem Kantianismus auch dieser fundamentalontologischen Fragestellung, indem er etwa die Erziehung als Hervorruf ins Denken und Einweisung ins Seiende im Ganzen definiert. Und auch Heideggers Buch Holzwege findet sich bei Wallauf zitiert, wenn er betont, dass wir im Lernen auf den Weg gebracht werden. Die sprachphilosophischen Vorannahmen Wallaufs, etwa das Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden, reflektieren mehrfach Heidegger, der die Sprache als Haus des Seins bezeichnet. Insgesamt lässt sich indes die Frage in den Raum stellen, ob eine Verbindung von Transzendentalphilosophie und Fundamentalontologie überhaupt möglich ist.
Man kann daher festhalten, dass Balloffs Didaktik eine eigenwillige Verbindung von Kant und Heidegger anstrebt, die ihn immer wieder terminologisch zwischen zwei sehr unterschiedlichen Denktraditionen hin und her schwanken lässt. Diese philosophischen Forschungsmethoden sind allerdings auch für die Unterrichtsmethoden Balloffs von großer Wichtigkeit. Balloff unterscheidet vor allem vier konstitutive Vorgänge des Unterrichts, in denen sich terminologisch auch seine Forschungsmethoden spiegeln. Die vier konstitutiven Vorgänge des Unterrichts nach Balloff sind: erstens der Vortrag und das Gespräch, zweitens das Lehren und das Lernen, drittens die Anleitung und die Werktätigkeit sowie viertens die Anforderung und die Überprüfung. Dabei ist der Vortrag nach Balloff die bedachte Aussage der Dinge in dem, was ihnen wesentlich ist. Das Seiende kommt mit Martin Heidegger zu Wort. Im Vortrag erfahren die Schülerinnen aber auch das selbstständige Denken, welches sich im dialogischen Gespräch fortsetzt. In einem solchen Gespräch wird nach Balloff das Sein von Seiendem in der Suche nach Wahrheit in Frage gestellt und auch beantwortet. Lernen begreift Balloff dann ganz kantianisch als selbstständige Veränderung des Vorstellungs- und Gedankenkreises, in dem wir sprechen und handeln. Dabei werden wir zugleich durch das Lernen auf den Weg gebracht. Auch die Lehre teilt nach Balloff die Erschlossenheit von Seiendem im Ganzen mit. Sie sagt so die Wahrheit sachlicher Zusammenhänge aus. Mit der Anleitung durch den Unterricht will Balloff den jungen Menschen dann zum Sprecher der Wahrheit werden lassen, der das Seiende vollbringen kann. Die Schülerinnen sollen ans Werk gehen, wobei der Unterricht sie durch Werktätigkeit dazu anleitet, einsichtiges und selbstständiges Denken zu entwickeln. Auch hier wird mithin die Verbindung von Kant und Heidegger deutlich. Der Unterricht wird von Balloff auch als sachliche Inanspruchnahme auf die Wahrheit und das heißt als Anforderung konzipiert. Im Rahmen dieser Anforderung muss die Angemessenheit der Worte, Taten und Werke einer ständigen Überprüfung unterzogen werden. Abschließend lässt sich mithin feststellen, dass die forschungsmethodischen Voraussetzungen Balloffs, die in einer Vermittlung von Transzendentalphilosophie und Fundamentalontologie bestehen, sich auch in seinen konkreten Unterrichtsmethoden nachweisen lassen. Theodor Balloff versucht im Bereich der Forschungsmethoden die Transzendentalphilosophie Immanuel Kants mit der Fundamentalontologie Martin Heideggers zu verbinden. Dabei führt ihn die Auseinandersetzung mit der Kritik der reinen Vernunft zur Frage nach den Grenzen der menschlichen Erkenntnis. Denn Kant hatte nach den Möglichkeitsbedingungen unserer Erfahrung gefragt und so die moderne Philosophie auf die Reflexivität der Vernunft verpflichtet. Dabei ist die Subjektivität des Menschen nach Kant immer auch mit der Freiheit verbunden. Im Gegensatz dazu fragt die Fundamentalontologie Martin Heideggers immer nach dem Sinn von Sein und markiert mit der ontisch-ontologischen Differenz den Unterschied zwischen Seiendem und Sein. Auch das menschliche Subjekt wird nach Heidegger ontologisch als Dasein gefasst. Dieses Dasein ist in den Unterschied von Sein und Seiendem geworfen und kann sprachlich die Frage nach dem Sinn von Sein stellen. Insofern ist die Sprache nach Heidegger auch das Haus des Seins. Bemerkenswert ist dabei, dass sich die beiden philosophischen Traditionen der Transzendentalphilosophie und der Fundamentalontologie auch in der näheren Bestimmung und Konzeptualisierung von Balloffs Unterrichtsmethoden spiegeln. Denn der Unterricht erfolgt eben sprachlich im Vortrag und im Gespräch. Nur durch diese sprachlichen Formen kann dann Lehren und Lernen erfolgen. Dabei leiten die Lehrenden die Lernenden an und bringen sie zur Werktätigkeit. Die Lernenden sollen nach Balloff auch von den Lehrenden gefordert werden. In dieser Anforderung fällt das dann den Lehrenden zu, die Lösung von Problemen auch zu überprüfen. Theodor Balloffs Didaktik ist insofern bemerkenswert, als sie den Versuch unternimmt, die transzendentalkritisch-skeptische Methode Immanuel Kants mit der Fundamentalontologie Martin Heideggers zu verbinden. Es sei dahingestellt, welche Probleme eine solche Verbindung mit sich bringt. Auf jeden Fall kann anhand der Begriffe und Konzepte Balloffs eine eingehende Auseinandersetzung mit beiden philosophischen Traditionen nachgewiesen werden. Sie wirken sich sowohl auf die Forschungsmethoden als auch auf die Unterrichtsmethode seiner skeptischen Didaktik maßgeblich aus.